Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und ja, ich weiß, das sieht noch nicht ganz so aus wie Santorini, aber bevor das Video bevor das Video anfängt, wollte ich noch was Kleines dazu erzählen. Und zwar gab es eine Geschichte dazu. Wir haben ja den Urlaub gebucht, Santorini, und für die Leute, die mich noch nicht auf Instagram abonniert haben, sollten das jetzt vielleicht tun, dass sie auch nichts verpassen, also so gar nichts, ja. Und die Leute, die es verpasst haben, die erzähle ich jetzt die kleine Story nochmal. Wir wollten, wie gesagt, für 6 Tage nach Santorini, ich glaube, es waren 6 Tage, und es gab da einen kleinen Zwischenfall, den ich in einer Story perfekt erklärt habe. Die Story seht ihr jetzt. Ach, ist das eine herrliche Aussicht. Ah. Wir waren jetzt 2 Tage in Düsseldorf und wollten von Düsseldorf aus nach Santorini in den Urlaub. Betonung auf wollten, denn, wie man sieht, sind wir immer noch in Düsseldorf. Der Flug sollte heute gehen, wir sind aber hier untergekommen. Und warum wir heute immer noch in Düsseldorf sind und nicht im wunderschönen Santorini, das zeige ich euch jetzt an einer tollen kleinen Bastelei, die ich für euch gebastelt habe. So, das hier ist Düsseldorf wegen der Maske, einfach so. Und das ist unser Flieger. Und der sollte heute um wann losgehen? 9.30 Uhr, ne? Nee, 7.30 Uhr. So, dann sind wir heute um 7.30 Uhr in den Flieger gegangen. So, und sind abgehoben, Santorini. Santorini hier einmal dargestellt als Kaffee mit weiße Insel und blauem Dach. Es ist jetzt blau. So, jetzt kam der Flieger so, ui. So, und dann hieß es unten Santorini, Wind ganz dolle. Dann musste unser Flieger hier 1 Stunde kreisen und hat sich dann irgendwann gedacht, ach, Wind immer noch dolle, na, wir fliegen zurück. Hat sich dann aber gedacht, kein Benzin mehr, mussten wir also in Wien, Wien ist das jetzt hier, diese kleine süße Zwischenstopp, mussten wir hier unseren Flieger auftanken und zurück nach Düsseldorf. Jetzt sind wir in Düsseldorf und unser Flieger geht morgen um, wann? 10.30 Uhr, 11.30 Uhr. Da machen wir den zweiten Versuch. So, wie gesagt, das war die Instagram-Story dazu. Beim zweiten Versuch hat es dann auch wirklich tatsächlich geklappt. Wir durften auf Santorini landen und dafür fängt das Video jetzt an. Ich habe natürlich extra viel Regina mit reingeschnitten für die Einschaltquoten. Na, dich will ja auch keiner sehen. Na, was willst du denn jetzt? Die ganzen Monate chillst du da oben ab und sagst nichts und jetzt haust du auf einmal einen raus, oder was? Im Gegensatz zu dir habe ich wenigstens einen Unterkörper. Lieber keinen Unterkörper als so einen Bauch wie du. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall fängt das Video jetzt an für euch. Ich muss nur noch kurz was sagen. Und zwar fehlen fast nur noch knappe 50 oder 50 Abonnenten. Dann habe ich die 5000 Abonnenten geschafft. Ja, 5000. Lange hat es gedauert. Gefühlte 7000 Jahre, dass mal wieder 1000 dazugekommen sind. Also 50 Abonnenten fehlen noch. Das bedeutet, nehmt bitte das Handy unauffällig von euren Eltern, von eurer Oma, Opa, Bruder, Schwester. Nehmt es einfach schnell, geht auf YouTube, abonniert mich einfach schnell heimlich und legt das Handy dann wieder ganz fein in die Ecke zurück, wo ihr es hergeholt habt. Fragt eure Nachbarn, ob ihr vielleicht mal mit dem Handy auf die Uhr gucken könnt. Geht dann auf YouTube, abonniert mich und gebt das Handy wieder zurück. Das wäre gut. Vielleicht schaffen wir so die 50 und haben dann 5000. Auch wenn es nicht ganz fair ist, aber egal. Wir brauchen die 5000. Also viel Spaß beim Video. So, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video und wir befinden uns hier gerade auf Santorini und ich wollte euch mal wieder mitnehmen für einen Vlog. Kann man Regina sehen, ja, ne? Regina hat sich schon wunderschön gemacht. Ich bin noch nicht so schön, warte, ich muss meine Playboy-Brille aufsetzen. Die sieht so geil aus, ohne Scheiß, warte mal. Jetzt bin ich noch normal und gleich bin ich, was bin ich, ein Drogendealer oder was? Genau. Nein, ich bin ein Drogendealer jetzt. So, und jetzt bin ich wieder normal. Wir gehen jetzt essen. Wir nehmen euch mal ein bisschen mit wieder, um euch daran teilhaben zu lassen, was wir gerade machen. Und ich hoffe, es gefällt euch. Ich halte mich auch extra kurz und ich versuche in dieser kurzen Zeit euch die schönsten Ecken zu zeigen. Also viel Spaß dabei und warte. Ich hoffe, es gefällt euch das Video. Jetzt sehen wir Regina bei ihrem Lieblingshobby, Katzenjagd. Aber irgendwie haben alle Katzen Angst vor Regina. Regina, warum hauen alle Katzen vor dir ab?
Das weiß ich nicht. So, wir sind jetzt auf. Ja, Sonnenbrand, Sonnenbrand. Wir sind jetzt auf dem Weg, auf der Suche nach was zum Essen. Beziehungsweise zum Essen gibt es ja hier genug. Wir brauchen eine schöne Location, wo man schön essen kann. Hey, John. John. Johnny. Hey, Johnny, was geht? Dinge, die ein Geringverdiener nicht kennt. Ein Pool. Jetzt bin ich noch reich, aber wenn ich zu Hause bin wieder, bin ich wieder Geringverdiener. Egal. Hier mit meinem Playboy-Shirt wieder unterwegs, aber hier wollte ich mal unser Quad zeigen. Geil, oder? Ist es nice? Ist es nice oder ist es not nice? This is a military look, yes, here. And wait a minute. It's 20 Sol Falcon on this side. And a Bildstein Fahrwerk. And a Krapovic. Ah, hier ist der Krapovic Sport Auspüff. Ja, gut, das ist ja unser Quad. Wir haben jetzt mal kurz hier angehalten. Es ist schon anstrengend, so ein Quad zu fahren, aber guckt euch mal bitte die Aussicht an hier. Bruder! Oder? So, wir sind jetzt mit unserem Quad hier in Oia angekommen. Oia heißt das, aber es wird, glaube ich, anders ausgesprochen. Ia oder auf jeden Fall steht auf den Karten Oia, also Oia. Ja, wir sind fix und fertig. Ich bin schon voll am Schwitzen. Wir gucken uns jetzt hier ein bisschen Oia an und lassen euch auch da ein bisschen mit teilhaben. Also viel Spaß an Oia. So, also Fazit zum Urlaub. Heute ist ja unser letzter Tag. Also falls irgendeiner von euch auch mal nach Santorini möchte, beziehungsweise falls wir nochmal nach Santorini, auf Santorini fliegen würden, sollten tun, kann ich empfehlen, holt euch doch ein Hotel oder nehmt euch ein Hotel in Oia. Wir haben unser Hotel in Fira. Fira ist auch schön, gar keine Frage. Aber wir sind jetzt in Oia. Und wir hatten, bevor wir gebucht hatten, zwei Hotels zur Auswahl. Einmal Fira, einmal Oia. Und wir haben dann nach Hotel einfach genommen, welches optisch uns schöner gefallen hat. Aber wir würden jetzt sagen, also Empfehlung geht raus für Oia. Also das ist dann doch nochmal ein bisschen, sage ich mal, luxuriöser, schöner, ordentlicher. Aber wie gesagt, ansonsten, Fira ist natürlich auch schön. Aber ich würde lieber von Oia nach Fira fahren und mir das mal angucken, anstatt so wie jetzt. Hier kannst du so viel sehen und wir sind schon kaputt, wir haben keinen Bock mehr, wir fahren jetzt zurück ins Hotel, ein bisschen ausruhen, chillen und dann geht's ab nach Hause. Ja, dann war es das mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. War mal ein kleiner, kurzer Vlog wieder. Extra kurz gehalten, weil ich weiß, lange Videos gehen einen wieder auf den Sack. Alles, was über 2 Minuten ist, ist schon wieder scheiße. Von daher, tschüss, auch von Regina. Einmal im Game-Over-Level. Tschüss.